Hallo, meine lieben kleinen Bastelfreunde. Heute möchte ich euch zeigen, wie man einen Büffel aus einer Toilettenpapierrolle herstellen kann. Wir nehmen eine Rolle und knicken sie ganz flach. Danach schneiden wir mit der Schere solch ein kleines Stück ab. Danach brauchen wir einen Stift und wir malen uns eine Linie vor, in etwa so und so. Dann so eine Linie und in der Mitte noch einmal. Diese Linie sollte mit dieser abschließen, in waagerechter Form sein. Nun schneiden wir dieses Stück aus und dieses ebenfalls. Ich mache das von beiden Seiten, einmal so und dann einmal schaue ich, wo die Linie ist. Und hier schneide ich auch ein entlang der Linie und bis hier runter, aber nicht ganz abschneiden. Danach schneiden wir hier oben diese zwei Teile entzwei. So, das sind dann schon mal die Hörner. Die können wir ein wenig auseinanderbiegen. Und der Rücken, der wird jetzt heruntergebogen von beiden Seiten. Die Hörner fassen wir an dieser Seite an und verdrehen sie ein bisschen. Dieses Horn genauso. Einfach ein wenig verdrehen und so sieht es dann aus. Nun malen wir uns noch ein Gesicht auf. Die Augen. Und der Mund bzw. die Nase. Und damit ist unser Büffel fertig. Vorne können wir auch, sehe ich gerade, auch noch ein bisschen aufschneiden, damit die Füße auch einzeln sind, die Beine. So ist es jetzt korrekt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video. Eure Jule.